So, Honig. Wie wäre es mit ein bisschen Honig? So, so. Haben wir das, haben wir dies, haben wir jenes. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. So. Ich hoffe mal, wir haben jetzt die Aufrüstung fertig. Ich weiß, dass wir heute noch nicht zum Schmied können. Verdammt. Macht der Gewohnheit hin und wieder. Die eiskalte Macht der Gewohnheit. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Nein. Hm. Die Hühnchen muss ich ja auch noch hoch und runter schmeißen, ne? Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das noch nicht verzählt haben. Das wäre bitter. Könnte man sagen, ich kann nicht bis 8 zählen. Aber ich kann's. Ich kann's. Yep. Somit, wie sieht's denn von den Herzen bei den Hühnern aus? Relativ solide und ich trinke gerade noch mal was, während wir diese schöne Liste der Hühner begutachten, ja? Ah, das muss jetzt sein. Oh lol, was ist das denn da oben? Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber da ist ein Heißluftballon relativ nahe. Oder zumindest kann ich schon seine Leute kann ich schon sehen. Ist so ein blauer. Soll ich hier Werbung machen? Nee, komm. Moment, ich kenne diese Firma gar nicht oder Company. Kennt wer Lumi? Zumindest sehe ich gerade nur Lumi. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das auch der Betrieb von diesem Heißluftballon-Teil. Aber der Ballon, auf dem steht ganz klar Lumi. Was immer das auch bedeuten mag. Hm. Interessant. Naja, wenigstens habe ich nochmal ein Gesprächsthema gefunden. Und zwar Heißluftballons. Das interessiert auch jeden Brent, weil er genau sehen kann, was für ein Heißluftballon gerade hier über mein Haus fliegt. Ja? Yep. Nein. Nein. Boah, nee, Kinders. Schmeiß es ruhig da rein, obwohl ich es nicht da reingeschmissen habe. Ich habe es ganz klar zur Seite geschmissen. Ihr Oschgeigen. So. Haken. Wir haken uns immer tiefer und tiefer in die Gewölbe hinab. Und finden natürlich auch noch ein paar Klunker. Gehört natürlich dazu. Yep. Zack. Du auch. Und du auch. Yep. Nein. Mal mit, dann machen wir hier das Ding platt. Dann machen wir hier alles platt. Aber den Abfall könnt ihr, wie gesagt, behalten. Boah, Leute. Ganz ehrlich, wie mich dieser Abfall gerade abfuckt. Mist. Abfall nehme ich natürlich immer in die Tasche auf, ja. Aber so ein Juwel, ja, das nehme ich nicht mit.
Boah, diese Logik von mir immer. So, ich bin voll. Hä? Und gleich gucken wir, wenn wir die drei Steine hier weggezwiebelt haben. Gucken wir mal, ob ich morgen nochmal hier reinkommen muss oder nicht. Ich muss morgen nochmal hier reinkommen. Ja, so auf dich. Zur Hölle, nein! Yep. Da tue ich mir nicht an. Ich will den verdammten Winter endlich hinter mich haben. So. Desto schneller wir aus diesem blöden Winter rauskommen, desto schneller kann ich mal wieder was machen. Blumen setzen oder so. Zack. 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 Ja, wir sind schon gut am Arsch. Rüsten. Halleluja. Gucken wir gerade mal, ob der Schmied gleich aufhat. Theoretisch müsste er ja aufhaben. Aber Theorie und Praxis sind ja ganz verschiedene Welten, ja? Das möchte ich hier nur mal betonen. Dann haben wir wenigstens keinen gelben Hammer mehr. Dann haben wir wieder so einen mithrilfarbenen Hammer, sag ich mal. Obwohl ich finde, dass dieser Mithrilhammer oder gar die Mithril-Werkzeuge so ein bisschen den Standardwerkzeugen ähneln. Außer jetzt die Gießkanne. Die war vorher grün und ist jetzt blau. Verdammt. Falsch. Ich habe das ja im Schrank gebunkert. Ich habe sogar sicherheitshalber für diese Scheiße da. Das ja gar nicht glauben. Was mache ich denn hier? So. Donnerstags geschlossen. Sauber. Was möchtest du heute, solange ich nicht arbeite? Erzähl mich gerne. Lebensmischenwerkzeug. Zack. Das Werkzeug ist 5000 Gold und es dauert einen Tag. Ist das okay? Ein Tag! Oh, das finde ich schön. Ich muss arbeiten, störe mich nicht. Das heißt, am Sternennachtfest ist es quasi fertig. Oder warte, Dienstags war das Ding noch zu, ne? Dann werde ich es am Mittwoch abholen, direkt mit dem Start der nächsten... Nee. Ich werde das Mittwoch abholen. Und dann werde ich die Aufnahme beenden. Dann dürfte ich genug aufgenommen haben fürs Erste und dann werde ich mir was zu essen reinpfeifen und unter die Dusche flitzen. Also jetzt in Wirklichkeit und nicht hier. Ja. Eieieiei. Ist das nicht die Idee? Also ich finde schon. Wir machen eine Feier. Du wirst es nicht bereuen. Komm gegen Mittag, okay? Was? Eine Feier? Eine Feier? Eine Feier? Wir machen eine Feier. Du wirst es nicht bereuen. Komm gegen Mittag, okay? Eine Feier, Leute? Boah, das interessiert mich jetzt. Ich bin wieder hellwach, Leute. Ich bin wieder hellwach. Müssen wir uns noch um die Tiere kümmern? Das werde ich jetzt direkt machen. Boah, das freut mich jetzt. Ich wollte eigentlich nur das Sternennachtfest mitnehmen, aber damit kann ich auch gut leben. Wenn ich das mal so am Rande erwähnen darf. Weswegen feiern wir denn? Habe ich Geburtstag? Nee, ich habe am 1. Januar, habe ich glaube ich, geklickt, dass ich da Geburtstag hätte. Also das kann's nicht sein. Vielleicht ein jahrzeitiges Hochzeitsjubiläum.
Wenn es das überhaupt da gibt. Ich glaube nicht. Aber es klang zumindest gut. Okay. Bop. Bop. So, jetzt habe ich diesmal alles Käse reingeschmissen. Komm gegen Mittag, sagt sie. Weswegen feiern wir denn? Ich verstehe es immer noch nicht. Es sind keine Pläne. Sie hat auch nicht Geburtstag. Trotzdem will sie feiern. Da ist doch irgendwas im Busch. Irgendwas ist da im Busch. Oder kriegt sie das Kind jetzt? Nee, das kann die ja nicht wissen, wann das Kind rauskommt. Oder? Kann die das wissen? Nein. Das wäre ja ein bisschen abgespaced, wenn man wüsste, wann sein eigenes Kind kommt. Man kann ja nur Vorhersagen machen. Oder ist das im Spiel so? Keine Ahnung. Boah, das hat mich jetzt so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, genau wie auf diese eine Szene da, wo wir da gepennt haben und die uns irgendwas zugesteckt hat oder irgendwas ausgefressen hat und wir es nicht mitkriegen sollen. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Aber wir hatten ja dann noch ein Stück Kuchen in unserer Tasche. Ich schätze mal, die hat uns dann ein Stück Kuchen in die Tasche gestopft. Obwohl ich nicht verstehen kann, wofür wir dann ein Stück Kuchen in der Tasche haben. War es wegen dem Erntedankfest? Oder wegen sonst was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber darüber zu überlegen, macht schon so ein bisschen Spaß, ganz ehrlich. So, was mache ich jetzt? Ich soll gegen Mittag vorbeikommen. Mittag ist da gegen 12. Wir haben 6.50 Uhr, also quasi noch volle 6 Stunden. Wisst ihr was? Wir gönnen uns jetzt einfach mal ein Bad in der heißen Quelle. Und ich werde dann natürlich wieder so ein bisschen an diesem Cheat-Regler drehen. Weil wozu habe ich den? Damals auf dem Advance hatte ich den nicht, aber jetzt hier mit dem Emulator geht das scheinbar. Und da werde ich mal so ein bisschen cheaten. So. Das ist mir ja hin und wieder auch mal gegönnt, ja? Außerdem wollt ihr ja auch was Spannendes sehen und nicht hier nur, wie ich Tiere fütter oder sonst was. So. 11.50 Uhr. Mittag. Jetzt will ich wissen, was wir feiern. Bitte sag mir, wofür wir feiern. Komm schon. Bitte. Please tell me. Muss ich zum Gasthof? Ach, warte, vielleicht hat ihr Vater Geburtstag. Kann das sein, dass man da den Geburtstag vom Vater feiert? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, ich habe versagt. Schatz, was ist los? Nee, also am Vater liegt's. Der kocht hier gemütlich, wa? Ich koche gerade, achte auf die Flamme. Sei doch nicht so spießig. Also hier ist es auf jeden Fall nicht, aber wir haben Mittag. Vielleicht, wenn sie wieder da ist. Aber dann ist Nachmittag. Ich verstehe das nicht. Ach, der ist ja schon fertig. Mithrilhammer ist fertig zum Mitnehmen. Aha! Das hat sich gelohnt. Haben jetzt wirklich alles aus Mithril. Außer die Schere natürlich und den Melker. Und die Bürste. Aber gut, die kann man nicht aufrüsten. Und die Angel, aber... Gott... Never ever werde ich die Angel aufrüsten. Zum Teufel kann die Angel gehen. Ich werde jetzt hier
bis, wann ist sie da? 17 Uhr? 16, 17 Uhr? Hallo, Zack. Sacre bleu. Hihi. Nee, sie ist immer noch nicht da. Warten wir bis 18 Uhr, aber dann ist Abend. So,